6 wahre Gründe, warum Männer fast immer zurückkommen. Jede Frau hat mindestens einmal in ihrem Leben die gleiche Scheiße durchgemacht. Du hattest einen Kerl und die Chemie war da. Er hat dich immer angerufen und geschrieben. Vielleicht wart ihr sogar eine Weile zusammen und dann hat er sich in Luft aufgelöst. Er war weg, als wäre er einfach vom Erdboden verschwunden. Sich zurückgewiesen zu fühlen, kann dein Selbstvertrauen zu Boden gehen lassen. Der Gedanke, dass jemand geht, um von dir wegzukommen, bringt dich wirklich zum Nachdenken. Was habe ich falsch gemacht? Als ob das Gefühl, unerwünscht zu sein, nicht genug wäre, ginge auch ohne Erklärung und Abschluss. Man ist zu Boden geschlagen und weigert sich, wieder an die Liebe zu glauben. Nun muss man die Phasen der emotionalen Heilung durchlaufen. Du musst durch die Hölle gehen und vergessen, dass er existiert, damit du dir selbst eine zweite Chance für die Liebe geben kannst. Du musst in deinem Bett weinen, du musst wütend auf die Welt und auf dich selbst sein, weil du dich in den emotional unerreichbaren Mann verliebt hast. Du musst lernen, wieder zu lächeln und dir selbst vergeben, dass du einen solchen Fehler gemacht hast. Das scheint eine Menge Arbeit zu sein, und das ist es auch. Es ist ein Prozess, den jeder Mensch mindestens einmal im Leben durchmachen muss. Du wünschst dir, du würdest es nicht tun, aber die meisten von uns tun es. Dennoch lernt man schließlich, all das zu überstehen. Man lernt zu heilen und zu vergeben. Man lernt, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Nachdem du endlich Frieden gefunden hast, rate mal, wer zurückkommt und an deine Tür klopft. Oh ja, er ist es. Jetzt plötzlich, da du mit der Tatsache fertig bist, dass ihr nicht mehr zusammen seid, kommt er zurück. Er taucht auf, als wäre nichts passiert, als ob ihr nur eine Pause eingelegt hättet, weil ihr mit euren eigenen Problemen zu kämpfen hattet. Warum tun Männer das? Warum entscheiden sie sich, genau in dem Moment zurückzukommen, in dem du endlich weitergemacht hast? Erstens, sie sind einsam. Sie werden dir wahrscheinlich zuerst eine Nachricht schicken, mit der Ausrede, dass sie nur schauen wollen, wie es dir geht. Die Sache ist, dass sie sich einsam und deprimiert fühlen. Und sie müssen wissen, dass du dich immer noch für sie interessierst, dass sich zumindest jemand für sie interessiert. Und der beste Weg, das zu erreichen, ist, mit dir in Kontakt zu treten. Nun, einige Frauen glauben ihnen und ihrem plötzlichen Sinneswandel und sie denken, dass Männer wie sie wirklich wieder zusammenkommen wollen. Und sie fühlen sich geschmeichelt, dass der Mann sich als erster meldet. Aber in den meisten Fällen ist das nicht der Grund, warum sie dich kontaktiert haben. Sie haben sich wahrscheinlich mit dir in Verbindung gesetzt, nur weil sie einsam sind. Und tatsächlich brauchen sie nichts anderes als eine lausige Antwort von dir. Sie wollen sich wichtig fühlen und sie wollen wissen, dass sie es immer noch drauf haben. Zweitens, sie wollen Trost. Sie machen eine schwere Zeit durch und brauchen emotionale Unterstützung. Nun, du bist die letzte Sache, die er hatte. Und trotz der Tatsache, dass ihr euch getrennt habt, hattet ihr eine Art emotionale Bindung und Verständnis füreinander. Er will das ausnutzen. Er will dich nur zurück, weil er Trost braucht. Eine Schulter zum Ausweinen. Er wird wahrscheinlich all seine Probleme an dir auslassen und wieder verschwinden wie beim ersten Mal. Also fall nicht darauf rein, besonders nachdem du durch die Hölle und zurückgegangen bist, um über ihn hinwegzukommen. Männer wie er ändern sich nie. Drittens, sie brauchen eine Bestätigung ihres Selbstwertgefühls. Single zu sein kann in dir einige böse Gefühle auslösen. Du kannst dich unerwünscht und hässlich fühlen, obwohl das nicht so ist, aber irgendwie kannst du dieses miese Gefühl nicht loswerden.
Das ist einer der Gründe, warum dein Ex dich zurück will. Er fühlt sich wahrscheinlich scheiße, sein Selbstbewusstsein ist bei Null und er will Anerkennung. Es gibt keinen besseren Ort, um das zu finden, als bei dir. Als zu etwas zurückzukehren, das er bereits kennt. Tritt nicht in diese Falle, denn das ist ein egoistischer Akt. Er will dich nicht für dich zurück, sondern für sich selbst, damit er sich besser fühlt. Viertens, sie haben vergessen, warum sie sich überhaupt getrennt haben. Es gibt einen Grund, warum sich Menschen trennen. Er war nicht glücklich und vielleicht hat er dir gesagt, was das Problem war. Vielleicht hat er es nicht getan, aber es ist sowieso egal. Die Sache ist, dass eure Beziehung aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat. Aber jetzt will er dich auf einmal zurück. Weißt du, was normalerweise passiert? Nach einiger Zeit führt Einsamkeit und fehlende emotionale Unterstützung dazu, dass du über deine letzte Beziehung nachdenkst und wie toll sie war. Die Zeit heilt alle Wunden, das stimmt. Aber sie idealisiert auch die Vergangenheit. Das ist es, was er tut. Er erinnert sich nur an die guten Dinge in eurer Beziehung und er fragt sich wahrscheinlich, warum ihr euch überhaupt getrennt habt. Aber das ist der Trick. Dann kommt ihr wieder zusammen und nachdem der erste Reiz der neuen Beziehung nachlässt, kommen die alten Probleme zum Vorschein und ihr erinnert euch, warum ihr euch getrennt habt. Das führt natürlich zu einer weiteren Trennung, bei der ihr noch größere Probleme habt. Fünftens, sie wollen nur Sex. Das ist einfach. Männer wie er wollen nur mit dir wieder zusammen sein, weil sie Sex wollen. Er steckt in einer kleinen Durststrecke fest und will nebenbei etwas Action. Logischerweise bist du die erste Person, zu der er kommen wird, weil er denkt, dass du leicht nachgeben kannst, da du wahrscheinlich noch emotional an ihn gebunden bist. Lass dich nicht zu tief fallen. Denn er wird dich einfach ausnutzen und wegwerfen, wie er es beim ersten Mal getan hat. Sechstens. Sie haben erkannt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Das ist das Unwahrscheinlichste, aber wir werden es versuchen. Vielleicht hat er wirklich erkannt, dass er einen Fehler gemacht hat und er bereut seine früheren Handlungen und will dich wirklich zurück. Vielleicht war er von dem Moment an völlig unglücklich, als er sich von dir getrennt hat. Aber er wusste nicht, wie er dich zurückholen kann. Wenn du siehst, dass seine Absichten wahr sind, wenn du siehst, dass er nicht kaputt, unsicher oder einfach nur einsam ist, dann ist er wahrscheinlich zur Vernunft gekommen und er will zugeben, was für ein Idiot er war, dich loszulassen. Aber am Ende bist du diejenige, die entscheidet, ob du ihm eine weitere Chance gibst oder nicht. Du musst dir verdammt sicher sein, ob du ihn zurücknimmst. Wenn du es nicht bist, riskierst du einen weiteren Herzschmerz, weitere Tränen und einen langen Heilungsweg.